Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den FLATEX Morning News am Mittwoch. Der deutsche Leitindex hat sich gestern in starker Form präsentiert. Selbst Kursverluste an der Wall Street konnten den DAX dann gestern nicht bremsen. Der DAX stieg dann auf 10.658 Punkte, macht ein Plus von 1,07%. Jetzt fragen wir uns, wie geht es nun heute weiter für den deutschen Leitindex? Wir blicken nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Viola, schönen guten Morgen. Ja, was dürfen wir uns denn heute am Mittwoch vom DAX erwarten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Du hast es gerade schon angesprochen, gestern war der DAX ja ganz klar wieder im Vorwärtsgang unterwegs. Heute sieht es zumindest für den Start danach aus, als würde da das Tempo erstmal wieder ein bisschen rausgehen. Im Moment sieht es nach einem ziemlich unveränderten Start aus. Man weiß eben auch im Moment nicht so ganz, was man von der Wall Street halten soll. Da ging es ja in der letzten Zeit auch immer rauf und runter, je nach Zinsbefürchtungen. Und gestern hatte es da eben relativ gute Daten zum Verbrauchervertrauen gegeben. Außerdem war der Dollar stärker geworden. Das hatte alles ein bisschen auf die Stimmung an der Wall Street gedrückt und der Dow ist 0,3% schwächer aus dem Handel gegangen. Der DAX hat sich, du hast schon angesprochen, aber der etwas miesen Stimmung an der Wall Street quasi verweigert, hat sich da nicht angeschlossen. Heute Morgen bei den asiatischen Börsen, dann sehen wir nur beim Nikkei ein klares Bild, da haben wir ein ordentliches Plus. Der Hang Seng zeigt sich so ein bisschen unentschlossen, tritt eher auf der Stelle. Ja, wie gesagt, für uns heute, für den DAX erwarten wir erstmal quasi so ein bisschen gebremstes Tempo, erstmal so ungefähr unveränderten Start in den Tag. Dann haben wir aber jede Menge Daten heute noch. Vor allem guckt man natürlich am Nachmittag in Richtung USA. Da gibt es die ADP-Arbeitsmarktdaten und die gelten als Indikator für den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Und der wiederum könnte den Ausschlag geben, ob es jetzt eben schnell geht mit der nächsten Zinserhöhung in den USA oder ob es noch ein bisschen dauert. Also auf jeden Fall ein Hingucker am Nachmittag. Schauen wir mal, wie wir uns quasi bis dahin durch den Tag hangeln. Viola Grebe aus Frankfurt, vielen Dank. Liebe Zuschauer, aus charttechnischer Perspektive ist der Blick auf der Oberseite nun auf das nächste Zwischenziel bei 10.740 Punkten sowie dann in der Folge dann auf das Bewegungshoch dann bei 10.800 Punkten gerichtet. Auf der Unterseite, da gilt es dagegen weiterhin die Unterstützungszone bei 10.500 schließlich zu verteidigen. Schauen wir nun auf ein paar Produkte, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Wir haben hier ein Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den LEFDAX mit der WKN XM2HEB. Dann noch ein Seitwärtsprodukt, ein Innenoption schon auf den DAX. Die WKN lautet DL262Q. Und dann noch ein Short-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den Short-DAX. Die WKN sehen Sie hier eingeblendet, XM2SRT. Und dann noch ein kurzer Blick auf die Termine des Tages. Was steht heute alles an? Wir bekommen um 9.55 Uhr aus Deutschland die Arbeitsmarktdaten für den August und dann ab 11 Uhr aus der Eurozone die Arbeitsmarktdaten für den Juli und dann auch noch die Verbraucherpreise für den August. Dann um 14.15 Uhr aus den USA, Viola hat es gerade schon angesprochen, den ADP-Arbeitsmarktbericht für den August und dann um 15.45 Uhr ebenfalls aus den USA der Einkaufsmanager-Index Chicago für den August. Den FLATEX Morning Newsletter, den können Sie auch abonnieren, und zwar unter flatex.de/service/newsletter. Um 8.30 Uhr bekommen Sie ihn dann von montags bis freitags zugeschickt. Und natürlich gibt es dann auch täglich ein Update des Newsletters dann um 10.30 Uhr. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit den FLATEX Morning News am Mittwoch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und wir sehen uns morgen früh wieder, wenn Sie mögen.